Guten Morgen, gute Nacht, wann auch immer du dieses Video schaust. Hast du überlegt, New World zu quitten und hast dir gedacht, okay, ich mag das wirklich am liebsten und das buggt schon seit 2 Wochen heftig rum, ich habe keinen Bock mehr. Das ist auf jeden Fall der falsche Zeitpunkt, New World zu quitten. Weil, auch wenn die Entwickler in letzter Zeit extrem viel kommunizieren und sogar einen eigenen Death Tracker eingerichtet haben, wo du jede Antwort von einem Entwickler sehen kannst und sie auf sehr viele Sachen antworten, das hier weiß ich nicht. Also hierüber wurde noch kein Wort verloren und das sind sehr interessante, wichtige Dinge. Es sind Sachen, die bereits in den Spieldateien drin sind und auf der PTR, also auf dem Testserver, weiter ausgebaut sind. Das heißt, alles Dinge, an denen gerade gearbeitet wird. Parallel zu den Dingen, die wir kommuniziert bekommen, die in den Patchnotes drinstehen. Das haben wir hier drunter. Wir haben Dungeon-Mutationen. Die WoW-Spieler unter euch kennen das. Beispielsweise verschiedene Affixe für, ich sag jetzt mal, für Dungeon Amrain. Ja, wenn du Gegner tötest, der Gegner explodiert. Und sowas als Affix. Dann gibt es jede Menge neue Dungeons etc. Wir fangen einfach mal an. Und zwar in Mutationen. Okay? Es gibt die Mutation barbarisch, zensiert, desiccated, keine Ahnung, eternal, indisch, frenzied, hellfire, icebound, indomitable, oppressive, overgrown, savage, storm, hellfire, magus, windstorm. Und diese Mutatoren haben verschiedene Symbole. Das bedeutet, die werden wohl auch von der Map aus sichtbar sein, schätze ich mal, dass es sowas wie Weekly Mutator Runs gibt. Oder Daily. Das werden wir sehen. Es sind schon einige verschiedene Mutatoren. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Stück. Ich schätze, die werden auch in Kombination auftreten können. Beispielsweise Hellfire zusammen mit Oppressive ist oder sowas. I don't know. Hellfire kann ich mir vorstellen, jeder Mob in dem Dungeon ist Hölle. Oppressive ist, was weiß ich, jeder Mob im Dungeon hat Kanone. Ich hoffe, es ist nicht nur sowas Simples, sondern wirklich was Durchdachtes. Dann haben wir hier noch das Progress-Element, wie weit wir in dem Dungeon sind. Und wenn ich es richtig verstehe, ist es so wie Mythic Plus in WoW. So sieht der Balken aus, wenn du den Dungeon joinst. Also der ist leer. Der wird immer voller und voller und voller, umso länger du in dem Dungeon drin bist. Also ich schätze mal, dass diese Mutator-Dungeons auf Zeit laufen und dass dieser Kasten sich füllen wird mit Zeit. Ja, dass man, oder halt, dass er abläuft, dass man nur eine begrenzte Zeit hat. Außerdem wird es dann nicht nur Amrain, Sternwall, Untiefen, Dynasty, Lazarus und Garten geben, sondern auch gleichzeitig direkt neue Dungeons. Einmal Isabella's Lair und die Anid. Isabella's Lair ist in Bruchberg und da zeige ich euch auch direkt, wo ich das Ding vermute, weil da sind wir ganz am Anfang, als wir ganz frisch 60 waren, mal hingegangen und wir vermuten einfach mal, wir waren wirklich so frisch 60, 10.10., guck mal hier aufs Datum, hier. Ja. Ich schätze mal, dass das hier ist der Dungeon Entry. Wir haben eigentlich ewig gedacht, das ist der Raid Entry, weil das ein gigantisches Tor ist. Aber eventuell ist es doch einfach nur der Dungeon, weil Isabella's Lair, und wenn man hier runter guckt, es sieht halt aus so grabstättenmäßig für irgendwas sehr Gefährliches, was man hätte wegsperren müssen. Bakteridons Kammer. Hier sieht man halt auch nochmal ein besseres Bild von dem Dungeon-Eingang. Ist schon länger her. Man sieht, man konnte hier schon Ewigkeiten hin. Dafür musste man einfach nur 3 Steine hochklettern mit Leertaste. That's it. Herzlichen Glückwunsch. So schwer war das nicht. Musste es nur erstmal auf die Idee kommen. Außerdem ist hier das Symbol. Das Kathedralensymbol von Düsterheim. Was sehr zu Isabella's Lair passen würde. So, dann das Key-Icon ist uninteressant. Dann Eriados Caverns. Zone Restless Shore. Da gibt es den ersten Boss, den Bogenschützen. Der zweite Boss ist der Spring. Ich weiß jetzt noch nicht, ob Restless Shore eine neue Zone ist oder ob es Restless Shore sein soll, also Unstete Küste. Weil in Unstete Küste haben wir ja schon was. Da gibt es auf jeden Fall 2 Erfolge für, einen Titel. Und jetzt könnte man sich durchlesen, was man alles machen muss in dem Dungeon, aber das will ich gar nicht. Ihr könnt euch das natürlich gerne durchlesen. Es ist alles in der Beschreibung verlinkt, kein Problem. Dann gibt es noch die Unheiligen Tiefen. Ja, in Tiefe Schlucht. Mit dem ersten Boss der Schwere und der zweite Boss Korrupter Oger. Dann gibt es halt diesen großen neuen Dungeon, The End. Ja, mit einem Lotus-Skarabäus und einem Goliath am Ende. In der Zone Brimstone Sands. Das ist eine neue Zone. Eine sehr gute, sehr große neue Zone. Ja, sowas wie Bruchberg, Klagetal etc. Sowas Neues. Könnt ihr euch ebenfalls theoretisch alles durchlesen. Dann gibt es noch einen neuen Dungeon, wo ich mir tatsächlich denke, dass es etwas Arena-mäßiges. Oder es ist eine Elite-Zone. Warte. Task, Room, 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 Miniboss, Explore, Statues. Okay. Explore, Explore. Das scheint was mit einem Boss zu sein. Miniboss und Boss, okay. Auch in Tiefe Schlucht, ja. Die Frozen Passage. Ich schätze mal, das schließt dann halt an ans neue Gebiet. Oder sowas. Barnacles and Black Powder ist auch ein neuer Dungeon mit 2 Bossen in, wie heißt es auf Deutsch? Cutlass Keys, Messer Riff. Ja, mit einer Schatzinsel und sowas. Dann wird es den Spectator Mode geben. Ich schätze mal einfach, dass der bloß für Kriege ist. Und oder für Outpost Rush. Aber ich schätze, er ist für Kriege und für Invasionen geplant. Oh, allow other players in your group to spectate you when they are dead. Das sind neue Settings auf jeden Fall. Dann ist es wohl auch für Dungeons etc. ganz nützlich. Ghost-Modus und Follow-Modus. Also man wird auf jeden Fall im Spectator-Mode rumfliegen können. Ja. Dann wird es ein Gruppenfinder-Tool geben. Für die, die es sich gewünscht haben, für die, die der Spam im Global Chat nervt, LFM, LFG, etc. Ja, ihr werdet ein Gruppenfinder-Tool bekommen. Dort könnt ihr hoffentlich auch eure Rolle aussuchen. You will kicked out of the queue. Warte, warte. Your group is already in a different dungeon. Your group is already in an active dungeon. You have been removed. Expedition is full. You are in queue for Outpost Rush. Okay, das sind die Fehlermeldungen. Aber hier habt ihr ein paar Bilder von dem neuen Dungeons unter anderem. Ich weiß gar nicht, kann ich die Bilder groß machen? Ja. Also, ne? Ihr könnt euch die Bilder auf jeden Fall in Ruhe angucken. Wie gesagt, ist alles so drin. Die Arena, die neue Area Brimstone Sands, das ist die Wüste, die direkt an Ebenmaß anknüpft. Ja, mit 10 kleinen Unterzonen. Und ihr seht hier an den Bildern schon, da ist extrem viel Arbeit drin. Ihr könnt euch das so vorstellen wie Ebenmaß nur in Wüstendesign. Wenn ich allein die 2 Bilder hier sehe, das ist Ebenmaß in Wüstendesign, also komplett viel Liebe und Detail drin. Ich bin mal sehr gespannt. Ja, Points of Interest will ich jetzt nicht durchgehen, aber wenn wir uns das hier angucken, die Symbole der Map, dann sehen wir, dass hier mindestens 1, 2, 3, 4 Elite-Zonen drin sind, beziehungsweise 1, 2, 3 Elite-Zonen und ein Dungeon. Weil ja auch ein Dungeon für hier angekündigt ist. Und der Dungeon ist auch immer mit dieser roten Flamme im Hintergrund markiert. Deswegen denke ich einfach mal 3 Elite-Zonen, ein Dungeon. Das heißt, jede Menge neue Bosse zu grinden. Neue Mob-Typen, Skorpione, wie man hier schon sehen kann. Jede Menge Achievements, Titel und neue Ressourcen. Coarse Sand, Fine Sand, Silty Sand und aufgeladen, also Charged Sand. Außerdem, für all die Leute, die die Berufe auf 200 haben und ihr habt gerade zu viele Mats und ihr craftet im Bulk, ja, beispielsweise ihr craftet jetzt 30 Ringe, bis ihr einen schönen habt. Wenn ihr geduldig seid, werdet ihr fett belohnt. Denn das hier ist euer neues UI-Element für euren Beruf. Dieser Balken füllt sich, also dieser Kreis füllt sich, 25, 50, 75, 100% und wenn ihr 100% erreicht, ja, ab Level 200, dann bekommt ihr solche Sachen. Beispielsweise Kiste mit Kochmaterialien. Paket mit speziellen Kochmaterialien. Kiste mit Ingenieurmaterial. Ja, Paket mit Holzfällermaterial. Paket mit Webermaterial. Paket mit Juwelenschleifermaterial. Ja, ihr versteht, worauf ich hinaus will? Ihr könnt quasi den Beruf prestigen, indem ihr aber einfach über ihn hinauslevelt und nicht das verlernt, was ihr bereits gelernt habt. Sondern ihr könnt darüber hinaus leveln und werdet dafür belohnt. Also lohnt sich krass, den Beruf, ne, zu haben auf 200. Und dann gucken, was da rauskommt. Egal, was da rauskommt, ist es nützlich, weil vorher gab es gar nichts und jetzt gibt's was. Loading Screen Rework. Ja. Wird demnächst komplett Ladebildschirmüberarbeitung geben. Für jede Zone und jeden Dungeon gibt es neue Ladebildschirme. Wenn man sich das so anguckt, was hier an Änderungen sind. Das sind einige Änderungen, oder? Ja, irgendwann sind wir auch durch. Okay, okay. So. Dann wird es, thanks God, endlich was geben. Ihr habt das bestimmt schon mal gehabt. Ihr wollt ein Rezept lernen und ihr lernt es und es plöppt nicht auf, dass ihr das neu gelernt habt, weil ihr es schon wusstet. Es gibt jetzt endlich einen Tooltip dafür. Du kennst die Rezeptur bereits. Und dementsprechend wird es auch so sein, definitiv, dass es deutlich mehr Baupläne für Tischler und Köche im Markt gibt. Weil nicht jeder macht sich die Mühe nachzugucken, kann ich das oder nicht. Viele lernen es einfach, auch wenn sie es 5-mal lernen. Eventuell hast du auf deinem Server das Rezept für die Orichalcum-Aufbewahrungstruhe schon gesucht. Irgendjemand hat sie 2-mal gelernt, ich garantiere es dir. Dann gibt es ein Urlaubsevent im Winter. Some files for this event, a general event system mit Kalender und Eventshop. Winter, Dörfer und spezielle Event-Ressourcen, die sich Gleamid-Erz nennen. Also da bin ich auch mal gespannt. Hier habt ihr ein kleines Bild vom Winterdorf, also das ist komplett überarbeitet. Das Dorf ist nicht einfach nur ein Tannenbaum oder so, sondern ja, alles überarbeitet. Da warten wir noch ab. Dann gibt es bald wöchentliche und tägliche Challenges. Wenn man es wissen möchte. Das ist dann auch im Tagebuch zu finden, die Erweiterung. Dann wird es Random Encounter geben. 2 neue Datasheet-Einträge. Some rare enemies without a static position maybe. Okay, man weiß es halt noch nicht, weil die heißen halt einfach Random Encounters und Variations von Random Encounters. Dann wird es jede Menge Neuwaffen geben. Einhandstreitkolben. 2-Handstreitkolben. Celestial Gauntlet. Oh mein Gott. Gauntlets that allow the wearer to summon magical restorative forces. Also ein, wer Diablo gespielt hat, Totenbeschwörer-mäßiges Ding oder eher so ein Druiden-mäßiges Ding aus Diablo 2. Okay, das klingt sehr nervig wegen PvE-Stagger-Effekt. Bin mal gespannt. Pistolen werden kommen. Dann wird ein Zweihandschwert kommen. Und so wie es aussieht, sind die Pistolen, zumindest was die Icons angeht, bereits am weitesten. Lasst euch hiervon jetzt nicht zu krass beeinflussen. Mounts ist jetzt nicht, dass es wirklich Mounts gibt, sondern ihr denkt dran, es gibt noch das Housing-System. Es kann sein, dass man sich einfach ein Pferd in der neuen Zone kaufen kann und dieses Pferd dort anbindet und das Pferd nur für die neue Zone ist, weil die Wüste so gigantisch ist oder sowas. Keine Ahnung. Aber lasst euch hiervon jetzt nicht zu krass blenden. Dann wird es Skins für Zelte geben, Skins für den Azoth-Stab und Skins für jedes mögliche Werkzeug, which is nice. Dann gibt es neue Rüstungsskins. Davon gab es tatsächlich vor vielen Tagen schon einen Leak, wo auch alles schön schon sichtbar war. Sind wir jetzt gleich hier mal durch. Ich glaube, hier gab es sogar jetzt noch 1-2 Sachen zu viel. Oh mein Gott, was ist das denn hier? Leoparden, schwere Rüstung. Voidband? Ah, Voidband Heavy T4. Okay. Voidband Light T4, Voidband Medium T4. Neue Waffenskins wird es dann ohne Ende geben. Frozen. Evil Knight. Und ihr seht, da ist auch immer der Void Gauntlet dabei. Dann königliche Waffen. Ice-Gauntlet-Skins, Schilde-Skins, die es aber irgendwie, glaube ich, alle schon in-game gibt. Verschiedene Skins für Void-Gauntlet. Verbeugen-Emote. Schulterzucken-Emote, Aufgeben-Emote, Beten-Emote. Was auch immer Becken ist. Sorry, das weiß ich jetzt nicht direkt. Naseputzen-Emote. Oder was ist das? Ich glaube, wenn ich so auf dieses Icon achte, das ist eher Rotzen-Emote. Slash Spucken. Pfeifen. Winken. Entschuldigen. Also Tschüss winken. Ein High Five. Das klingt nice. Lachen 1, 2. Heulen 1, 2, 3. Es gibt jede Menge neue Emotes. Feuerwerk gibt's auch. Als Emote, by the way. Jesus Christ. Warum gibt's davon so viel? Schneeengel kann man wohl machen. Engel sind knapp in Eternum, mache mehr, aber erfriert aber nicht. Okay, das sind wohl neue Quests. Dann kannst du Leuten ein Geschenk geben als Emote. Es gibt neue Housing-Items. Einmal ein königliches Pack. Einmal ein spezielles Winterpack. Oh mein Gott, ich sehe schon die winterdekorierten Städte. Dann gibt es ein neueres Pack. Und neues Essen und Trinken. Es sind wahrscheinlich dann auch Eventgerichte teilweise dabei. Genauso wie ein paar neue Pflanzen. Oh mein Gott, sag mir nicht, das ist Blumenkohl. Blumenkohl kriegst du eigentlich nur aus Kisten bisher. Das ist krass. Jede Menge Dekozeug. Einige neue Farben. Neue Icons für die Farben. Das sind jetzt nicht alles neue Farben. Neue Lore-Entries. Uralte Glyphen. 26 Icons. Okay. Dann die Tagebucheinträge. Das ist ein großer Soft-Spoiler. Naturabsorptionspots. Diese Pod kennen wir schon aus dem Testserver. Ja, das sind die behandelten Pods. Nicht die behandelten, das sind die Pre-Pods sozusagen. Jetzt ist es so, dass man beispielsweise für den behandelten Heiltrank nicht mehr ein Azothwasser und 2 verschiedene Partikel braucht, sondern dass du ein Azothwasser und 8 Eisenkraut brauchst und dann brauchst du beispielsweise Lebensblütenstrunk, Flusskressenstrunk. Also du mischst quasi erstmal das hier, das Grundrezept, und dann mischst du die Sachen rein, um deinen Heiltrank zu machen. Missing Icons für Pigmente und Housing Items. Okay, wir sind durch. Jesus Christ. Guckt es euch wirklich selber an. Es ist krass, was alles kommt. Wer jetzt quitten wollte oder schon gequittet hat, viel Spaß, du wirst zurückkommen. Es lohnt sich nämlich. Und ja, Bugs werden drin sein. Aber wen juckt's? Es ist logisch. Zeigt mir ein Spiel, was heutzutage bugfrei rauskommt. Gibt's nicht. Wir haben trotzdem alle Spaß dran. Ich spiele auch keine 600 Stunden das Game und sag das Kacke wegen Bugs.